wegen Synchronisation und so. Also ich habe es ein bisschen am Hals, ich hoffe irgendwie, das klappt mit der Stimme, deswegen habe ich auch total unprofessionell einen Hustenbonbon im Mund, was man ja eigentlich bei Vorträgen nicht machen will. Aber eigentlich will ich irgendwie nur diese lustige Kurzvortragsreihe wieder so ein bisschen aufleben lassen, die ich mal gestartet habe, Life, the Universe and Everything, Kurzvorträge über irgendwelche Themen, die einem gerade so einfallen, auf die man Lust hat. Bei dem Vortrag hier jetzt zum Beispiel hat mich Mutzi eigentlich draufgebracht, weil er mich mal gefragt hat, wie war die Frage, ob ich lieber Acryl oder Plexiglas für den Laser haben will. Deswegen erkläre ich heute was zu Kunststoffen oder irgendwas mit Poly. Also Poly bedeutet jetzt nicht das, was ihr vielleicht denkt. Das lasst ihr euch lieber auf Twitter von anderen Leuten erklären. Es geht hier eigentlich heute um Polymere. Der Chemiker spricht von einer Verbindung aus gleichartigen Molekülketten, also viele Monomere. Poly ist in dem Fall einfach viel. Also reden wir im Endeffekt von dem, was man so landläufig als Plastik bezeichnet. Ja, eigentlich schon, weil es sich halt als Begriff so etabliert hat. Aber die meisten Leute, die in dem Thema drin sind, denen rollt sich dann die Fußnägel auf, die sprechen natürlich lieber von Kunststoffen. Plastik kommt aus dem Englischen von künstlich, formbar und steht dort aber eben im Endeffekt inzwischen auch eher für Kunststoff. Da gibt es so drei große Themenbereiche. Es gibt Thermoplaste, das sind die, über die ich jetzt eigentlich so sprechen werde hauptsächlich. Elastomere, sowas wie Gummi zum Beispiel. Und dann eben Duroplaste, das ist sowas wie so Epoxidharz, da kennt sich Abdruck super mit aus. So, die zwei wichtigsten. Die machen weit über 50% der Kunststoffproduktion aus. Das ist einmal Polyethylen, abgekürzt PE. Da ist die schöne Summenformel für die Chemiker, also C2H4, die das interessiert. Interessant sind immer diese Recycling-Codes. Die habe ich immer so rechts oben da so hingemacht, weil man manches Mal, wenn man jetzt einen Kunststoff hat und wissen will, was das genau ist, kann man sich mal angucken, ob da so kleine Zeichen reingeprägt sind und sehr oft sind eben die Recycling-Codes reingeprägt. Und dann kann man schon mal zumindest wissen, was es grob für ein Kunststoff ist. Das gibt auch später noch ein Problem, weil zum Beispiel 07 haben sehr viele, das werden wir auch noch sehen, aber es gibt zumindest schon mal so einen Hinweis. Und oft ist halt eben auch die Abkürzung mit eingeprägt. Also dann steht da halt klein eingeprägt PE, 02 vielleicht noch für den Recycling-Code. Aus Polyethylen wird irgendwie so ziemlich alles hergestellt. Zum Beispiel das wunderbare Bällebad, wenn man sowas mag. Dann natürlich irgendwelche Plastikflaschen, allgemein Stühle, keine Ahnung, alles Mögliche. Das kommt, das sieht man hier so rechts, habe ich einen Mauszeiger. Ich habe keinen Mauszeiger. Aber da so rechts in der Mitte, diese kleinen Perlen, sind so das, was bei der BASF drüben sozusagen aus der Produktion herausfällt. Und daraus kann man dann halt über verschiedenste Produktionswege verschiedenste Sachen herstellen. Im Laser habe ich PE schon ausprobiert, aber nur zum Gravieren. Beim Schneiden bin ich mir nicht so sicher, ob das so toll wäre. Wäre mal auszuprobieren, wenn jemand mal irgendwie irgendwas Größeres, was weg kann, zum Durchschneiden da hätte, würde ich es gerne mal ausprobieren. Aber ich denke, dass das so ein bisschen aufquellen wird und nicht wirklich eine richtig schöne Schnittkante geben wird. So, der zweite wichtige ist Polypropylen, Recycling Code 05, chemisch C3H6, wird auch alles hergestellt. Was auch ganz wichtig ist, oder ganz interessant, ich habe immer so ein bisschen die Handelsnamen, falls ich sie gefunden habe, mit aufgeschrieben, das wird später eben noch wichtig, bei der Acryl-Plexiglas-Geschichte. PP habe ich, glaube ich, auch schon mal graviert, bin ich relativ sicher, und aber auch noch nicht geschnitten, wäre also auch interessant, wenn ihr da irgendwas, was aus Polypropylen ist, weg kann, können wir mal reinlegen und durchschneiden. auch da ist es so, da wird halt auch quasi alles mitgebaut. Zum Beispiel der Stoßfänger am Auto, irgendwelche Modellbausachen, Verpackungen, alles Mögliche. Kabelummantelungen sind zum Beispiel auch aus Polypropylen. Dann gibt es die Gruppe der Polyester, was so im Umgangssprachlichen verkommen ist zu Polyester. Da geht es aber um diese COO-Gruppe, das ist eben die Esterfunktion in der Chemie.
Da gibt es das bekannteste, was ihr alle kennt, ist PET, also Polyethylen Tereftalat. Ist das richtig? Recyclingcode 01. Eben Flaschen, 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 noch mehr Flaschen. Und dann halt irgendwelcher Kleinkram, wie zum Beispiel diese lustigen Seitenmarkierer oder eben auch eine Rettungsdecke werden aus PET hergestellt. Summenformel habe ich auch abgebildet. Ich glaube, das Interessanteste ist so noch so der Handelsname Mylar. Das läuft einem vielleicht mal über den Weg, wenn man sich so ein bisschen mehr damit beschäftigt, woraus der Kram, den man so benutzt, hergestellt ist. Aber wie gesagt, Plastikflaschen ist so das, womit man am allermeisten damit in Berührung kommt. Ja, das ist beim Recycling alles so ein bisschen problematisch, wobei wir hier bei uns in Deutschland haben wir ja inzwischen selbst für Einwegflaschen ein Recycling-Konzept, sehen da also ganz okay aus, aber sagen wir mal so, weltweit ist PET sicher so ein Problem, der irgendwie, das Stichwort ist dieser Big Plastic Patch im Ozean. Naja, egal. Ach ja, genau. Habe ich noch nicht ausprobiert, also not sure if want, keine Ahnung. Also gravieren wird da auch wieder gehen. Gravieren geht eigentlich immer relativ gut, weil es halt einfach eine sehr kleine Menge Material wegnimmt und ein bisschen anraut. Durchschneiden ist halt immer so eine Sache, die Schnittkanten werden halt meistens nicht sehr schön bei diesen verschiedenen Kunststoffen. Ich komme dann später dazu, womit ich arbeiten will oder was ihr mir bringen solltet, wenn ihr wirklich was geschnitten haben wollt im Laser. Da wird es später noch interessant, aber ich hole jetzt halt so ein bisschen aus, weil ich mir dachte, naja, wenn ich schon irgendwie über Kunststoffe rede, dann kann ich halt auch so ein bisschen alles mal zeigen. Polycarbonate, Abkürzung ist PC, da gibt es verschiedene. Ich habe jetzt einfach mal, wie bei den allen anderen, einfach irgendeine Summenformel von Wikipedia geklaut. Und da geht es jetzt schon los mit dem Recyclingcode 07, den sich leider sehr viele Kunststoffe teilen. Sprich, wenn ihr ein Stück Kunststoff habt, auf dem nur die Prägung 07 drauf ist, dann bringt es euch quasi erstmal wieder nichts mehr, weil ihr daran nicht ablesen könnt, welcher es ist. Also werden wir später noch sehen, dass es so einige sind, die 07 haben. Hier ist interessant bei Polycarbonat der Handelsname Makrolon. Das ist, meine ich, von Bayer. Weil es eben Makrolonplatten so, die werden meistens eben Makrolonplatten genannt und nicht unbedingt Polycarbonat. Dann weiß man aber jetzt, aha, Makrolon, Polycarbonat. Im Phaser eben diese Makrolonplatten von Bayer habe ich mal ausprobiert, die waren richtig fies. Es gab einfach so eine fette gelbe Wolke. Ich habe dann sofort abgebrochen. Und die Schnittkante sah auch einfach so, also nee. Auf der anderen Seite, also das habe ich mir heute überlegt, der Witz war, während ich den Vortrag noch heute weitergebaut habe, habe ich mal in die Rückseite von meinem Telefon geguckt und die ist tatsächlich auch Polycarbonat, allerdings mit noch einer Ergänzung und die habe ich schon mal graviert und das sieht sehr, sehr gut aus. Also entweder lag das jetzt speziell an dem Makrolon, was dann vielleicht wieder irgendeine andere Polycarbonatart ist, als das, wo jetzt mein Handydeckel mitgebaut ist, aber ich denke mal, schneiden wird nie sehr schön werden bei Polycarbonat. Wie gesagt, Makrolonplatten, die gibt es eben auch in transparent, wenn man irgendwie so einfach mal eine transparente Platte nimmt und denkt so, ah cool, die kann ich ja bestimmt gut lasern. Nee. Ja, meistens wird da so Sachen, die halt schön bruchfest sein müssen, wie so ein Schlagstock zum Beispiel, oder eben Sicherheitsglas oder das bekannteste, was da mit hergestellt werden, sind die optischen Medien. Die jüngere Generation kennt es wahrscheinlich nicht mehr. Hat man früher so in den Rechner reingesteckt und dann hat man sehr langsam Daten darunter gezogen. Gibt's kaum. Dann kommen wir zu den Urethanen. Das ist wieder die Funktion dazu. Da gibt es zum Beispiel, ja, also ich erzähle jetzt nur was über die Polyurethane. Aus denen macht man meistens so, die schäumt man meistens auf. Dann gibt es zum Beispiel diese süßen Matratzen oder Haushaltsschwämme oder ganz pragmatisch in Dosen PU-Schaum. Das kennt man meistens als Bauschaum, sprüht man irgendwo rein, dehnt sich dann aus und schließt irgendwelche Löcher und isoliert auch ein bisschen, glaube ich. So. Ja, not sure if want wieder beim Phasern.
keine Ahnung, noch nicht ausprobiert. Ich denke nicht, dass es schön wird, also eher nein. Interessant fand ich, dass ich nirgends, auch nicht auf der Informationsseite über Polyurethane, was zum Thema Recycling gefunden habe. Wir reden zwar die ganze Zeit von Nachhaltigkeit, aber schreiben nie was dazu. Also ich denke mal, abfackeln. So, jetzt kommen wir zum eher interessanteren Teil hier, nämlich so 3D-Druckerzeugs. Da gibt es erstmal hauptsächlich zwei, aber ich habe hier drei aufgeführt. Fangen an mit Polylactiden, also Polymilchsäure sozusagen, PLA abgekürzt. Ist jetzt eben auch wieder Recycling Code 07. Ja, da habe ich mal bei einem Druck, der aus unserem Altmaker kam, mit dem Phaser einfach probiert, was reinzugravieren. Das geht total gut. Aber auch Schneiden habe ich noch nicht getestet. Denke ich aber auch, dass das wieder keine sehr schönen Schnittkanten geben wird, dass es irgendwie eher aufquillt und vielleicht sogar irgendwie verbrennt. Der andere Kunststoff, den man so zum 3D-Drucken benutzt, ist ABS. Acrylnitrilbutadienstyrol. Ist auch Recycling Code 07. Da ist so das Bekannteste, was man so in der realen Welt kennt, die Legosteine werden aus ABS hergestellt. Allgemein so Plastikteile, die eine gewisse Stabilität brauchen, weil ABS nicht so porös ist wie PLA. Deswegen wollen wir eigentlich auch so ein bisschen hin zum ABS, aber ihr kennt ja die Geschichte mit dem Heated Bed und so. Das ist alles so eine Sache. Und dann gibt es noch einen dritten, das ist Polyetheretherketon, Abkürzung PEEK. Daraus ist zum Beispiel in dem Hotend sind da Teile mitgebaut, weil der einen sehr viel höheren Schmelzpunkt als PLA und ABS hat. Das heißt, daraus kann man Teile bauen, durch die die anderen beiden Kunststoffe eben durchfließen können, obwohl sie ihren Schmelzpunkt da dort erreichen. Deswegen ist eben sind Teile aus dem Hotend, zumindest aus dem Wrap-Wrap-Hotend, ich weiß nicht, wie es bei uns ehrlich gesagt ist. Genau. Ist genauso, ja. Und witzigerweise, der gute Herr Prusa, der auch viel in dieser Wrap-Wrap-Community aktiv ist, hat ein Hotend gebaut, was wiederum PEEK drucken kann. Das heißt, der kann auch Hotends drucken, was dann wieder sehr spannend wird. Und auch da ist es so, dass es halt nochmal sehr viel robuster ist als ABS, wird also so in Medizintechnik, Chemie, Luft- und Raumfahrt, wo man halt wirklich stabile Sachen braucht, eingesetzt. Oft auch für so kleine Mechaniken wie so Zahnräder und so ein Zeug. So, dann kommen wir zu den Bad People. Schlechte Phaserstoffe. Ach, also dieser Blausäure war mal nicht schlecht. ich habe da zum Schluss noch so ein Disclaimer zu dem ganzen Thema, aber sagen wir mal, ja, Blausäure ist auch nicht so gut. Nein. Aber jetzt, also die schlechten Phaserstoffe, da, wie gesagt, ich fange einfach an. Polystyrol, abgekürzt PS, Recycling Code 06, ist unter dem Handelsnamen Styropor, glaube ich, von der BASF oder Styrodur, das sind dann so Platten. Das bezeichnet halt Polystyrol, was einfach so aufgeschäumt ist, also was man kennt, so Styroporverpackungen, gibt aber auch so Joghurtbecher und alles mögliche andere. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass man im Baumarkt Bastlerglas, unter diesem Namen wird das Zeug verkauft. Und ich habe das ein paar Mal im Phaser schon ausprobiert und das, nein, will man nicht. Das ist so, dass es halt nicht sauber verdampft, sondern es quillt so auf und dann habe ich halt so Schnittkanten, die so wabbelig sind und total schlecht aussehen und außerdem brauchst du auch ziemlich viel Power, um überhaupt durchzukommen. Es ist nicht gerade eine Freude. Zum Gravieren geht es manchmal gut, das kommt echt drauf an, was das jetzt gerade für ein Zeug ist, aber das transparente Bastlerglas, was so im Baumarkt irgendwie so ein bisschen verkauft wird, wenn man nach Plexiglas fragt, was halt auch total verquer ist, das will man eigentlich auch nicht gravieren. Das sieht halt auch nicht gut aus. Also Polystyrol am besten, nein. Wenn euch jemand Bastlerglas andrehen will und sagt, ihr könnt das lasern, nee. Und das andere No-No-No ist das gute Polyvinylchlorid, abgekürzt PVC, Recycling Code 03.
Kennt man hauptsächlich so aus diesen Abflussrohren oder irgendwie alles mögliche andere Zeug. Interessanterweise eben auch Vinylfolie, sagt ja der Name schon so ein bisschen. Dazu braucht man dann dieses Gerät eher, also den Schneidplotter. Weil beim Phasern da dieses gemeine Chlor, was da rechts oben an der Summenformel dranhängt, sich freisetzt. Beziehungsweise es verbindet sich dann mit einem H zu HCl, ne? Also Chlorwasserstoff, und das macht meine Optiken kaputt. Es tut auch Leuten nicht so gut, die sind mir jetzt aber nicht so wichtig wie die Optiken im Laser. Das heißt, tatsächlich ist es halt so auch so, also da bräuchte man natürlich andere Konzentrationen. Also die Optiken, die sind natürlich direkt über dem Material, das heißt, die Optik würde sofort kaputt gehen bei einer Konzentration, die keinen Mensch stören würde. Deswegen, ich habe in so einem CNC-Fräsen-Forum einen Beitrag gefunden von einem, der Bilder gepostet hat von seinem Lasercutter, in dem er irgendwie, ich glaube, 2 Stunden lang ein paar PVC-Platten geschnitten hat. Und das Ding war einfach komplett korrodiert. Das sah aus wie 30 Jahre gerostet. Das war schon echt beeindruckend. Also, nein, wenn ihr mit PVC ankommt, werde ich ganz, ganz böse. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwie coole Klebefolien schneiden wollt für eure Autos oder für eure Laptops oder sonst irgendwas, dann ist das eben meistens PVC-Folie. Dafür haben wir jetzt dieses Gerät. Lennart Plöttering. Dann kommen wir zu Sachen, die ich eher mag, nämlich gute Faserstoffe. Und da sind wir eben jetzt beim Polymethyl-Meta-Acrylat. Eben Acryl. Und da ist jetzt der Punkt, dass nämlich der Anselsname Plexiglas, der ist von Evonik, eben Acryl bezeichnet. Das heißt, die Frage von Mutzi war eigentlich, kann ich Acryl oder Acryl lasern? Ja, kann ich. Genau das möchte ich auch. Man kennt Acryl meistens so irgendwie aus Beschilderungen werden damit gebaut, irgendwelche Abdeckungen für anschauliche Objekte oder Linsen oder eben irgendwelches Zeug eingießen, ja. Man kennt das vielleicht irgendwie so, Rasen aus dem Olympiastadion in München, in Acryl eingegossen, 100 D-Mark-Schein in Acryl eingegossen. Total toll. Aber das ist tatsächlich das Material der Wahl, wenn man halt lasern will, weil da wirklich schöne, saubere Schnittkanten entstehen und man das auch ganz gut gravieren kann. Interessanterweise gibt es da trotzdem sehr spannende Unterschiede, gerade beim Gravieren. Wo ich aber noch nicht so richtig eindeutig sagen kann, welcher Hersteller welches Ergebnis liefert und so, sondern das ist irgendwie sehr obskur, aber ja, ausprobieren. Acryl wird, wie man da unten sieht, irgendwie in allen Farben, Formen, Durchsichtigkeiten und sonst irgendwas hergestellt. Also haltet mal Ausschau, aber achtet eben darauf, dass es Acryl, Plexiglas, Perspex, irgend sowas in der Richtung eben ist, was halt darauf hinausläuft, dass es PMMA ist. Ja, jetzt kommen wir zu diesem Disclaimer. Egal, was ich da jetzt so reinlege in diesen Laser, die Dämpfe, die da rauskommen, die sind einfach nicht so gesund. Ja? Also im Zweifel ist das, was da so abdampft, halt eh nicht so, was man direkt inhalieren möchte. Trotzdem ist es so, dass ich die meiste Zeit ja eh Sachen graviere, da sind das wirklich sehr kleine Mengen. Ich nehme ja nur eine wirklich sehr geringe Menge Material ab. Außerdem ziehen wir das durch einen Aktivkohlefilter. Und am spannendsten finde ich es halt immer, dass die Leute sich am meisten aufregen, die dann hinterher erst einer rauchen gehen. Das war es eigentlich auch schon. Ich danke dem Internet, weil es mich jeden Tag aufs Neue was lehrt. Und ansonsten, ja, der Standard-Disclaimer, I have no idea what I'm doing. Ich hatte zwar mal Chemie, aber das ist Jahrtausende her. Und ja, vielen Dank. Dann kommt vorbei und lasert was oder so. Ich fürchte, ich halte kein Runde für dich, so, weil dieses so frisch hat wohl eine Glasrückseite.